willkommen zum Talk 25 heute mit Heiko Huber zu seiner Ausstellung Landscape, Wolfgang and Chandelier. Hallo Heiko, schön, dass du da bist. Hallo. Und magst du mir gleich sagen, wieso der Titel so ist, wie er ist? Der Titel? Der steht so ein bisschen in der Tradition von so Landschaftsmalerei. Genau, da ist immer Landschaft mit Fluss, Landschaft mit Baum oder so. Genau, und der ist natürlich ein bisschen absurd, weil diese beiden Sachen natürlich gar nicht vorkommen in den Bildern. Was aber auch ja, dann noch so ein bisschen ein Spiel ist damit, dass quasi, genau, das im Endeffekt so ein bisschen malerisch oder malereihaft ist, ohne Malerei zu sein, sondern als Fotografie. Und genau, das ist so. Genau, so ist der Songtitel einer guten Band, die ich hier mag. Welche Band ist das? Absolute Crux heißt sie nicht. Ah, okay. Wüstens. Okay, und wieso versuchst du zu zeigen, was nicht da ist? Zu zeigen, was nicht da ist? Also, es ist ja im Endeffekt alles da, nur halt komprimiert. Also, genau, es gibt quasi keinen heißen Moment, der da ist, sondern eine Abfolge von Momenten oder von einem Zeitraum, der aber nicht in Langzeitbelichtung fotografiert ist, sondern in Überlagerung quasi. Und deswegen entsteht was Neues, was genau dann doch wieder da ist irgendwie. Also, wie meinst du das? Also magst du vielleicht erstmal was zu deiner Technik sagen, weil du hast ja gerade Überlagerung gesagt, also wie erklärst du mal? Genau, das sind im Prinzip Mehrfachbelichtungen. Genau, dann digital übereinander gelegt, von so 30 bis 50 Bildern, die alle in einem gewissen Zeitraum natürlich dann entstanden sind und aus einer ähnlichen Position fotografiert sind. Genau, und da entsteht halt diese dichte im Bild quasi. Genau, das ist so die Grundtechnik. Okay, und wieso hast du dich für Landschaften entschieden? Landschaften wollte ich machen, einerseits, weil ich es auch nicht gemacht habe, andererseits, weil ich, also es gibt halt großartige Landschaftsserien, also die sowohl in Fotografie als auch in Malerei, und das interessiert mich einfach, und ich wollte es aber natürlich ein bisschen, naja, auf meine Art und Weise subjektiv nochmal neu interpretieren, sozusagen, und genau, weil es gibt natürlich ganz viele Wiederholungen auch, und es gibt alles schon, genau, und so die Kontinuität von dem Thema Landschaft finde ich spannend, weil ich es ja schon seit von Jahren habe. Genau, und das nochmal aus meiner Sicht dann irgendwie neu zu interpretieren und zu gucken, was ich damit machen kann. Ja. Und wieso hast du den Anfang oder den Versuch gestartet, die Fotografie malerisch darzustellen? Auch so ein bisschen als Referenz gewisse Malereien, also von so Postimpressionismus oder Pointillismus, in die Bereiche schaut das immer so ein bisschen über, in diesem malerischen. Und auch, weil ich gar nicht diesen eingefrorenen Zeitpunkt drin haben wollte, den Fotografie eigentlich ausmacht, also dieses Einfrieren des Moments quasi, sondern das so ein bisschen, und dann kommt man, finde ich, so ein bisschen, wenn man dann in der Langzeitbelichtung ist oder in der Mehrfachüberlagerung, dann hat es immer so einen malerischen Komponente, weil es ja nicht mehr so als Foto direkt erkennbar ist irgendwie. Genau, das hat mich dann begrüßend. Ja. Und hast du, also mit was bist du von der, wie hast du die Orte ausgesucht, die du fotografiert hast? Also was waren die Kriterien dafür? Das waren eigentlich Orte, an denen ich in den letzten 2 Jahren rumgereist bin eigentlich. Also, immer nach Landschaften gesucht habe, die mich irgendwie interessieren und die dafür in Frage kommen. Und im Endeffekt ist jetzt die Lehre, also das ist dann in der Arbeit irgendwann entstanden, dass es eher so eine Abbildung von der Jahreszeiten einfach geworden ist. Also jeder so sagt das Sommergrün oder frühes Sommergrün, dann noch ein Herbsttöne und Wintertöne noch und irgendwie so deutlich am meisten. Und genau, das hat sich einfach so dann ergeben, was ich dann gemerkt habe, ja, jetzt müsste ich auch mal, oder es wäre schön, dann noch in den Winter reinzukommen, dann gehe ich halt im Winter raus und genau, suche mir da noch was Schönes, was da reinpasst quasi. Und genau, das hat dann so erweitert und so weiter. Was war deine Intention? Also, ich glaube, das soll halt eine ruhige Serie sein, die gar nicht so bedeutungsaufgeladen ist und das auch
Genau, da ist natürlich auch noch ein bisschen, dass ich da so ein bisschen nicht so lustig mache, aber über dieses Bedeutungsschale der Malerei, die dann immer so ein bisschen ernst macht und genau, das soll einfach eine ruhige Serie sein, die halt gar nicht so aufgeladen sein muss, um diese Schilder zu haben. Und dann magst du vielleicht noch was zu deiner Installation sagen, die du hier zeigst? Ja, genau, die Installation. Genau, das ist ein, also besteht aus Video und Audio. Und im Endeffekt, es ist eine, ja, auch so ein bisschen ein witziges, aber auch ein bisschen böses Spiel mit einem meiner nicht so liebsten Themen, weil diese Selbstoptimierung und Effizienz und gar nicht um damit einem selber geht, sondern um besser arbeiten zu können, um diese ganzen, die ganze Bahn, die da gerade ist oder auch schon länger ist, in diesem System. Genau, und ich habe mir quasi ein Selbstoptimierungsbuch vorgenommen, was ich dann auch noch optimiert habe. Und erstens habe ich alle Buchstaben sortiert und nach Anzahl sind die quasi im Video. Also quasi erst, wenn es nur ein Buchstabe ist, kommt am Anfang, und wenn es 10.000 sind, kommt am Ende. Um das ein bisschen aufzuräumen. Und dann habe ich noch das ganze Buch im Prinzip übereinander gelegt, damit es halt auch effizienter und sind so 3 Minuten 10. Dann kann man das ganze Buch erfahren und eine optimierte Version des Buchs erfahren. Spannend. Und hat das auch einen Zusammenhang mit deinen Fotografien hier oder ist das? Ich dachte eigentlich jetzt nicht, aber ein bisschen jetzt haben wir es vielleicht, was auch von meiner vorherigen Serie, die ich davor gemacht habe, dass es irgendwie immer um so eine Komprimierung, um so ein Bündeln und dicht machen geht. Das ist mir aber erst danach aufgefallen, dass es da schon wieder passiert ist. Das ist vielleicht die Verbindung geworden. Und das hat natürlich einen Gegensatz zu dem, also die ruhigen Bilder und das Audio ist schon sehr hektisch und ein bisschen stressig, aber das finde ich nicht anders. Danke dir, Heiko. Es war sehr interessant und toll. Und danke auch für alle, die zugeschaut haben. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, gerne in die Kommentare, E-Mail. Die Ausstellung ist bis zum 29. Juli hier in der Galerie zu sehen. Können gerne vorbeikommen und ja, danke und auf Wiedersehen. Tschüss.